Los mit einer Pumpgun. Yeah. Problem ist halt nur, du hast halt nur zwei Schuss mit der, bevor du nachladen musst. Das ist vielleicht ein bisschen Ja, aber die suboptimal. machen sicherlich One-Shot. Gehe ich Ja, davon gut. aus. Aber auch nur dann, wenn du Ich triffst. hab ein zerstörtes Forschungsmodul. Okay. Ich habe auch noch jede Menge Schrott. Halt, warte mal, den muss ich auch noch loswerden. Weiß noch gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Ja gut, das meiste stackt sogar. Das finde ich ganz cool. Hier ist noch irgendwie eine Station, ein Statuspol. Brauchen wir das? Nö, ne. Ein zerstörtes Forschungsmodul. Ja, so eins habe ich auch. So, Kohle. Munition erstmal wieder nehmen. Schrauben. Aber denn hier Schwefel. Das kommt auf jeden Fall rein. Kurz Kohle. Wann mag das verändert? Gerade richtig gesehen? Nein! Oh, da unten ist nochmal Kohle. Ah, da hab ich also wieder da rumgebaut. Verdammt. Diese Doppel-E-Geschichte, da musst du echt aufpassen. Munition ist so, muss auch wieder da rein. So, machen wir das. Ich hab grad noch mal kurz Kohle geholt. So, 3 Minuten noch. Was müssen wir denn noch machen? Legen Sie Kupferschrauben in den Frachtraum. 3 von 3. Place Shredder into Search. Das muss Wookie machen und dann muss er auch noch was mit der Raffinerie machen. Also die zwei Aufgaben hat Wookie noch. Kriegst du die Aufgaben abgeschlossen? Welche? Du hast zwei Aufgaben. Wir sehen nicht genau, was für welche. Irgendwas mit einem Shredder. Und irgendwas mit der Intel Raffinerie. Das musst du in den Storage legen, in den Speicher. Okay, ja, alles klar. Ich stelle kurz neue Munition her. Hm. Was ist denn das? Wäre gut, wenn du dich beeilst. Fertig. So, öffnen Sie das Menü der Produktionsstation, wählen Sie Tab Module, Raffineriestufe 1 herstellen. Öffnen Sie Produktionsstation. Ja. Warte mal. Lass mich mal gucken. Sollten wir langsam um die Erde? Ja, können wir. Gut, was bitte, Boogie? Glaub ich schon. Wir sind schon unter der Erde. Ein Twillship? Was? Den Twillship? Was war das jetzt? Zu sich rufen. Twillship bringt sich in Sicherheit. Tauchen ja ab. Wir tauchen ja schon ab. So, der Buki hatte auch eine interessante Erkenntnis heute beim Kaffeetrinken. Und zwar, wenn man das Bett versetzt, weil das Bett ist ja sozusagen der Spawnpunkt, das war die falsche Seite, dann ist jetzt die große Preisfrage, wo spawnt man denn eigentlich? Also, im Klartext, wenn das Bett weg ist, spawnt man dann nicht mehr auf dem Schiff, ist man dann tot? Dann spawnt man, glaube ich, wieder auf dem U-Boot. Das ist könnte sein. Eine Option, ja. Weil da sind Betten. Das ist eine Option, das könnte funktionieren, das stimmt. Doch. So, der Vulkanausbruch steht kurz bevor.
Dann schauen wir uns den doch auch mal an. Gucken wir doch mal hier die schöne Landschaft uns an. Ja, eigentlich sind wir ja unter der Erde. Wookie, was ist denn das Zweite, was ich für die Geschützmunition brauche? Schwarzpulver und das obere, weiß nicht, was es sein soll. Schwarzpulver und die Hülsen. Hülsen. Ah, muss ich auch noch produzieren? Wenn wir keine haben, ja. Wow, da kommt die Explosion. Und da kommt die Staubwolke. Bringt euch in Sicherheit. Normalerweise müsste der Baum jetzt ja weggefetzt sein. Das müssten Hülsen sein. So, jetzt nehmen wir mal ein Tuch und wischen mal das Teleskop sauber. Und wie ihr seht, jetzt wird es wieder Gut, etwas das war's klarer falsch. und der Baum steht immer noch. Also der hat massive Wurzeln, das muss ich mal echt sagen. Und die Lava brodelt und kocht vor sich dahin. Wo kann ich in die Hülsen produzieren? Ich finde es hier nirgendwo. Ganz normal in der Werkbank. Da komme ich jetzt gerade nicht dran. Und zwar unter Munition, nicht, nein, Komponenten. Unter Komponenten das zweite, nach den Schrauben. Genau. Halt. So. Ich gehe mal wieder an die Luft. So, und jetzt Munition. Ah, jetzt geht's. So, gibt's denn eine neue Quest? Ja, da ist ja erstmal noch eine Quest, die wir noch haben. Mal ganz kurz. So, Raffineriestufe 1 herstellen. Öffnen Sie das Menü der Produktionsstation. Wählen Sie Tab Module, Raffinerietyp 1 herstellen. Machen wir doch mal. Also. Ja, es geht im Moment. Ja. So, Module. Ich gehe wieder Kohle holen hier vorne. Und Ja. Raffineriestufe 1 herstellen. Läuft. So, dann habe ich euch das auch mal kurz gezeigt. Und dann gehe ich gleich wieder mit den Lars auf Suche. So, gehen Sie zu einem Frachtraummodul, klicken Sie das Menü, nehmen Sie folgende Gegenstände, Raffineriestufe 1. Nehmen Sie Frachtraummodul, das heißt, es ist jetzt im Frachtraum gelandet. Bist du hier drin? Ah, okay, da ist gelandet. So, Equip, Schraubenschlüssel bei Pressing 1. Verwenden Sie das Mausrad zur Auswahl der Raffineriestufe 1. Platzieren Sie dies in einer leeren Wand. Okay. Dann suchen wir uns mal eine leere Wand. Da ist doch hier eine schöne Wand. Wäre schön, wenn das hier Och ginge. nein! Ich habe gerade E gedrückt und habe jetzt das ganze Treasure mit in meinem Inventar. Das passiert mir öfters. Das an die Außenwand platzieren, okay. So, Ja, das. deswegen haben wir auch keine Munition mehr, ne? Nee, die habe ich gerade alles. Ich hoffe, du kriegst die. Hast die schnell wieder da rein. Na, die Geschützmunition war sowieso nicht viel. Nicht? Nee. Auch mal wieder neue. Obwohl ich eigentlich welche produziert hatte, hatte ich keine bekommen gehabt. Das muss doch. Du hast Geschützturm-Munition produziert, aber keine bekommen? Ja. Die müsste dann irgendwo in deinem Inventar sein. Nee, ist er aber leider nicht. So, rein. Jo, gucken wir nochmal, was die neue Waffe kann. Wenn hier denn ein paar Gegner sind. Hallo, Gegner.
Nein. Auch sind ja keine Gegner. Aber wir sind ja wieder hier unten. Das heißt, wir können eigentlich mal gleich die Kohle uns schnappen. Wir hätten jetzt wieder eine Quest-Angriff-Vorbereitung. Ja, dann. Soll ich die annehmen? Ja. So. Ich weiß noch in der. So, Pulver der Buki muss Schwarzpulver herstellen. Schrauben haben wir schon drin, Kupferrohr haben wir auch drin. Also brauchen wir nur das Schwarzpulver. Okay. Gegner kommt. Ja. So One-Shot tut die jetzt aber auch noch nicht. Kommt vielleicht auf die Entfernung auch drauf an. Gehe ich mal von aus. Davon gehe ich aus. So, Lars, wo bist du? Ich bin im Schiff drin. Also, ich dachte, wir wollen los. Ich brauche mal von diesem gelben Zeug noch was von euch. Gelben Zeug, meinst du Schwefel? Dann müssen hier vorne ist eigentlich welches. Dann gucke ich mal, ob ich Schwefel finde. Ja, ich komme mit. Wo bist du? Ich bin jetzt beim Vulkan. Ah. Und treffe hier gleich auf zwei Gegner. Gut, die interessieren sich nicht für mich. Auch nicht. Ja. Okay, jetzt interessieren sie sich doch für mich. So, das war das Falsche. Lol. Wollt doch Schwefel. Schwefel ist gelb. Ja, das stimmt. In meinen Augen war das gelb. Oh, das war auch nicht gelb. Hier hinten. Weißt du, da muss man von Pontius nach Pilatus, nur um Schwefel zu bekommen. Was ist das? Das ist nicht Schwefel. Das ist auch nicht Schwefel. Das sieht immer nach Schwefel aus. Ja, es leuchtet momentan so schön. So, zweimal Schwefel konnte ich abernten. Oh, Achtung, Gegner. Links kommt noch ein. Erst links kommt einer. Aber erst. Ich gehe kurz unten noch mal rein. Ja. Nur Schrott. So ist down. Ja, würde ich fast sagen, wir müssen als nächstes auf jeden Fall jetzt reisen. Ach, na, oder erstmal den Angriff machen, wie in der Quest. Das kommen wir auch nochmal, klar. Wir können auch noch andere Munition herstellen, habe ich gesehen. Ja, ist oben im Munitionsfach. Handgranate. Wir sollen Handgranaten nehmen. Gehen Sie zu einem Frachtraummodul, klicken Sie auf das Menü, nehmen Sie folgende Gegenstände. Handgranate. Wookie, nehmen wir bitte vier. Achso, nee, warte mal, müssen wir dann holen. Das Ende kommt mit für den Angriff. Dann kannst du die Handgranaten mitbringen. Die Handgranaten sind schon im. Im Frachtraum, ja. Die müssen dort, entnommen werden. Kommst du mit zum Angriff? Nö, ich muss noch produzieren. Gut. Fleißiges Bienchen. Müssen wir nicht erst einmal zurück zum Schiff? Ja.
Oh Gott, vor uns Gegner. Ja. Gut, ist schon dabei. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder links den Berg runter. Weil da steht Strayship. Wow. Oh nein. Wo bist du? Bin oben auf dem Berg, über dir. Oh, so, ich dachte, wir wollten runter. Naja, bin ich auch. Ich war am Abhang die ganze Zeit gewesen. Oh Gott, links ist Gegner. So, kommt der oder Schiff? Kommt der nicht? Das ist unser Schiff, also nicht dahin. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal Medizin mit. Auf jeden Fall, ja. So, Handgranaten. Dann nehme ich mir zwei. Wobei Buki hat 5 gemacht, er nimmt jeder 5 mit. Wer ist abgeschlossen? Jetzt ist Zeit für den Überfall. Ja, gleich. Immer mit der Ruhe. Der Captain hat schon. Du fandest, das war eine spannende Folge? Dann hinterlass gerne einen Kommentar, lass einen Daumen nach oben da und denk daran, du willst nichts mehr verpassen. Hier mein Tipp. Abonnier den Kanal und aktiviere das Glöckchen. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, euer Team von Punky Let's Zock. Bye bye.